Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, Kabel vom Dach bis in den Innenraum zu verlegen. Durch eine Tür, durch ein geöffnetes Fenster, vielleicht auch durch den Auspuff, wenn man feste genug schiebt. Sinnvoller ist es aber, solche Dachdurchführungen hier zu verbauen. Und heute will ich eine recht spezielle Dachdurchführung verbauen. Welche das ist und was daran so besonders ist, das zeige ich euch in 4,5 Sekunden. Wenn dieses Video hier online geht, sind Tina und ich im Urlaub und damit wir da auch pünktlich hinkommen, gibt es heute nur ein ganz kurzes Video. Ich will, wie gerade gesagt, diese beiden im weitesten Sinne ungewöhnlichen Dachdurchführungen heute einbauen und dann will ich auch das erste Solarmodul fest auf unserem Dachträger montieren, denn viele von euch haben unter unser Dachträger-Video vor ein paar Wochen geschrieben, dass sie nicht glauben, dass wir die Solarmodule darauf fest befestigt bekommen. Heute will ich rausfinden, ob das stimmt oder ob mein Plan vielleicht doch funktioniert. Aber vorher sollen eben die Dachdurchführungen, die Kabeldurchführungen aufs Dach, denn die werden letztlich unter den Solarmodulen liegen. Also los geht's. Bevor jemand fragt, nein, dieses Video ist in keiner Weise gesponsert. Diese Dachdurchführung, die ScanStrut DS Multi, haben wir ganz normal selbst gekauft und das für teures Geld, denn der günstigste Preis, den ich finden konnte, waren 63 Euro pro Stück. Aber nachdem ich die vor einem Jahr das erste Mal bei jemandem am Camper gesehen hatte, wollte ich die haben und unbedingt mal selbst ausprobieren. Was diese Teile besonders macht, ist, dass man später jederzeit nach der Montage noch ganz einfach weitere Kabel hinzufügen kann. Bei diesen klassischen Dachdurchführungen, von denen ich inzwischen schon irgendwie 10, 12 Stück auf unterschiedlichen Fahrzeugen verbaut habe, ist es super schwierig, im Nachgang noch irgendwas zu ändern. Neue Kabel gehen da in der Regel nicht mehr durch und selbst alte Kabel auszutauschen, wenn die mal kaputt gehen sollten, ist ein Riesenhassel. Das soll hier super einfach gehen. Und für uns ist das zum Beispiel wichtig, weil wir hier irgendwann später noch rundherum oder zumindest vorne und hinten noch Lightbars, also Zusatzscheinwerfer, verbauen wollen. Und damit wir da nicht für jedes Kabel eine neue Dachdurchführung verbauen müssen und neue Löcher bohren müssen, will ich jetzt mal diese Teile hier verbauen. Die haben definitiv auch ihre Nachteile, dazu später noch mehr, aber lasst sie uns jetzt erstmal verbauen, damit ich euch zeigen kann, wie sie funktionieren. So, der Ausschnitt ist gemacht. Ich habe die Rundung bzw. die Außenseiten mit einem Stufenbohrer gemacht und den Mittelsteg, den wollte ich eigentlich mit einem Blechknabberer raustrennen, aber der hat nicht in das Loch gepasst, in die 20 mm. Ich musste dann doch die Stichsäge nehmen. Wenn ihr wissen wollt, warum ich eigentlich lieber den Blechknabberer Nibbler genommen hätte, dann schaut euch gerne unser Video aus der letzten Woche an. Das verlinke ich euch hier oben in der Ecke nochmal und auch unten in der Videobeschreibung, aber die Stichsäge ging natürlich auch ganz gut. Jetzt noch ein bisschen Entgraten und Rostschutzfarbe drauf und noch 4 Löcher bohren für die Schraubbefestigung. Die Teile kommen nämlich wieder Becksfan aus den USA und die Amerikaner scheinen noch nicht so recht auf Kleber zu vertrauen. Sehr schade eigentlich, das bedeutet, dass diese Dachdurchführungen eben verschraubt werden und nicht verklebt. Let's go.
Während die Rostschutzfarbe jetzt trocknet, baue ich kurz einen kleinen Holzrahmen, der von unten gleich dagegen kommt. So, ich denke, das sieht gut aus. Der muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Hauptsache, er passt einigermaßen. Ich werde ihn jetzt gleich einmal noch Probe halten am tatsächlichen Dach, um zu schauen, ob ich ja auch keinen Quatsch fabriziert habe. Und dann klebe ich den mit Dekalin MS5 von unten fest. Von oben wird jetzt diese Grundplatte aufs Dach geschraubt. Darunter liegt eine Art Moosgummi, die das Teil nochmal abdichtet. Die vier Schrauben, die tunke ich jetzt gleich noch in Dichtmittel, um auch da sicher zu gehen, dass da kein Wasser durchkommt. Da kommt zwar gleich dann noch diese Abdeckkappe drüber, aber schaden kann das nicht. Sicher ist sicher. Es wird tatsächlich auch in der Anleitung empfohlen, dass man da Silikon noch dran macht. Ja, es hätte so einfach sein können, wenn ich bedacht hätte, dass der Kleber ja natürlich noch nicht trocken ist. Und beim Reinschrauben der Schrauben hat sich das Holz ja nach unten durchgedrückt. Die Schrauben haben nicht im Holz gegriffen, obwohl ich den Holzrahmen vorgebohrt hatte. ich musste mir jetzt gerade erst noch eine Konstruktion bauen, damit der Holzrahmen von oben hochgedrückt wird. Dann haben die Schrauben jetzt auch gegriffen. Jetzt sitzt auch alles sehr fest und so, wie es sein soll. Macht das zu zweit, so dass einer gegendrücken kann, oder bringt mehr Geduld mit als ich und wartet, bis der Kleber getrocknet ist. Und jetzt nehmen wir uns diesen Gummiblock hier, der gleich zusammen mit der Abdeckhaube von oben auf die Grundplatte draufkommt, und in diesen Gummiblock kann man jetzt Löcher für die unterschiedlichen Kabel bohren. Mein Kabel für das Solarpanel hinten hat einen Durchmesser von ziemlich genau 12 mm. Das ist relativ dick, weil das doppelt ummantelt ist und weil hier eben beide Adern, also Plus und Minus, durchlaufen. Laut Anleitung soll man da jetzt 0,5 mm draufschlagen. Es wäre also super, wenn ich einen 12,5 mm Bohrer mit Zentrierspitze hätte. Habe ich aber nicht. Das heißt, ich bohre einmal mit 10 vor und dann mit 12,5 ein zweites Mal rein. Ja, das geht gut schwer dadurch, aber es soll ja am Ende auch dicht sein, ne? Was ein Glück, dass das Kabel nur 10 Meter lang ist.
So, und das war's auch schon. Also, wenn das mal keine schicke, sleeke Lösung ist, dann weiß ich auch nicht. Und vor allem eine Lösung, wo man jetzt jederzeit nachträglich noch weitere Kabel durchführen kann. Ich finde es richtig, richtig gut. Wollen wir mal einen Test machen, ob das Ding auch wirklich dicht ist? Also, hier ist keine Feuchtigkeit zu sehen, es scheint tatsächlich dicht zu sein. Mich wundert das aber auch nicht, denn diese Teile wurden für Boote, also für die Schifffahrt ursprünglich entwickelt und scheinen auch da ziemlich etabliert zu sein. Und ich habe auch viele positive Bewertungen dazu schon gelesen. Also ja, es wundert mich nicht. Ich bin trotzdem sicher, dass so ein System nicht für alle Leute das Richtige ist. Wie gesagt, die Teile sind ziemlich teuer. Kabel mit festmontierten Steckern lassen sich damit nicht wirklich durchs Dach bringen. Und es ist sicherlich auch nicht für alle Leute sinnvoll, dass die Kabel wie hier ja nach oben hin rausgehen auf dem Dach. In vielen Fällen oder zumindest bei vielen Einbaupositionen auf dem Dach könnte es immer noch ja, sinnvoll sein, klassische Dachdurchführungen vielleicht zu verwenden. Aber dafür kann man da dann später natürlich keine zusätzlichen Kabel mehr durchverlegen. Es gibt bestimmt noch andere, also auch kostengünstigere Lösungen. Ich sehe immer wieder diese Plastikboxen mit abschraubbarem Deckel. Also ich versuche mal ein Bild davon einzublenden. Vielleicht ist auch das eine coole Lösung. Ich weiß es nicht. Ich kenne niemanden, der so ein System verbaut hat. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas verbaut, dann schreibt uns gerne unten in den Kommentaren. Also ich wäre sehr gespannt, die Vor- und Nachteile aus der tatsächlichen Praxis von diesen Teilen zu erfahren. Günstiger wären die in jedem Fall. Schreibt uns gerne. Das Kabel, das mache ich dann irgendwann nochmal ordentlich. Die Elektroverteilung kommt wahrscheinlich sowieso hier hinten links in die Ecke. Da kommen dann alle Elektrokabel hier an diesem Punkt zusammen, alle drei Solarkabel auch und gehen dann jeweils in eigene Solarladeregler rein. Aber dazu später mehr, wenn es ums Thema Elektrik geht in einem anderen Video. Jetzt will ich aber noch schauen, ob ich die Solarmodule so befestigt bekomme, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe mir eins der Module jetzt schon mal genommen und in den Rahmen Löcher vorgebohrt. Mein Plan war jetzt, hier diese Sechskantschrauben von unten da durchzustecken und von oben drauf Hammerkopfmuttern da drauf zu schrauben und dann die Module von oben auf die Aluprofile draufsetzen, so dass die Muttern mit den Schrauben genau in die Nuten, in die Nuten der Aluprofile reingreifen und dann eben festschrauben. Die Hammermuttern, die blockieren automatisch innerhalb der Nuten. Mal schauen, ob das klappt. So, der Beweis ist da, es funktioniert und es hält aus meiner Sicht wirklich bombenfest. Ja, es war einiges an Fummelarbeit oder ein bisschen Fummelarbeit, aber ich habe ja auch nicht vor, irgendwie die Module jeden zweiten Tag dran und wieder abzuschrauben. Es geht ja nur darum, dass man das überhaupt
dass man die Module überhaupt festbekommt und dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sie ja, auf Wunsch auch nochmal abmontieren zu können. Denn genau das ist ja ein großer Bestandteil der Flexibilität von so einem Dachträger aus Aluprofilen, dass man hier eben ja, Dinge variabel befestigen kann und auf Wunsch auch nochmal ändern kann. Also ich bin auf jeden Fall super zufrieden damit und sehe keinen Grund, warum das bei den drei anderen Modulen vorne nicht ganz genauso funktionieren sollte. Das darf dann gerne Tina machen, denn die hat kleinere Hände als ich und dürfte da nochmal besser drankommen. Wobei es eigentlich ging. Schwer war ein bisschen da, wenn da die Querstrebe im Weg ist. Alles andere war eigentlich fein. Am meisten Zeit hat noch der Winkel hier vorne in Anspruch genommen. Das hätte ich mir sparen können, wenn ich den vorher schon unter das Modul geschraubt hätte, genauso wie all die anderen Schrauben und Muttern auch. Aber ich war nach dem Probeliegen ehrlicherweise nicht ganz sicher, ob das hier vorne überhaupt so passen würde, wie ich mir das gedacht hatte. Denn das Modul soll hier vorne gar nicht auf dem Querträger aufliegen, sondern eben auf dem Winkel. Denn die Querstrebe hier muss frei bleiben oder soll frei bleiben für die Holzdielen, Terrassendielen, die hier noch drauf kommen sollen. Die brauchen eben auch am Abschluss eine Auflagefläche. Aber es sah erst so aus, dass die Querstrebe nicht weit genug hinten war, aber auch nicht weiter nach hinten kann, wegen des Max-Fans. Aber am Ende hat es eben doch so gerade eben auf den letzten Millimeter gepasst. Ich dachte erst noch, ich müsste vorher noch längere Winkel besorgen, aber nein, zum Glück nicht. Eine Sache noch als Update zu unserem Dachträgervideo. Die Nutensteine, die sind leider doch gar nicht aus Edelstahl, die ich gekauft und verlinkt hatte. Ich dachte, ich hätte welche aus Edelstahl bestellt, so wie eben all die anderen Schrauben und die Muttern, auch die, die wir jetzt heute verwendet haben. Aber die Nutensteine, die sind leider nur aus Stahl verzinkt, habe ich inzwischen gelesen. Das habe ich irgendwie ja, falsch verstanden. Und wie ich inzwischen weiß, weil es viele von euch mir geschrieben haben, ist das gar nicht so gut wegen Kontaktkorrosion. Daher die Frage, wenn jemand von euch eine Quelle kennt, wo man Edelstahl-Nutensteine kaufen kann, die verlässlich in ein Nut 8 Bosch-Profil passen und die man nachträglich dann noch reinklipsen kann, dann schreibt mir bitte. Das wäre absolut hervorragend, denn die will ich auf jeden Fall noch austauschen. Dann die drei Module vorne, die mache ich jetzt nicht mehr. Die können sowieso erst montiert werden, wenn die Dachhaube, die Dachluke vorne montiert ist. Das wird das erste Ding sein wahrscheinlich, was wir nach unserem Urlaub machen. Und damit dieses Video eben vor unserem Urlaub noch geschnitten und hochgeladen werden kann, packe ich hier jetzt fix alles zusammen und bringe Tina die Speicherkarten. Die wird sich bestimmt sehr darüber freuen. Meine Arbeit hört auf, Tinas Arbeit fängt an. So ist das, Arbeitsteilung. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video was Neues lernen oder habt euch zumindest für ein paar Minuten ein bisschen unterhalten gefühlt. Falls ja, dann drückt gerne unten auf den Daumen hoch und natürlich auch gerne auf den Abonnieren-Button da unten, wenn ihr unseren Camperausbau und die dann anstehenden Reisen weiter verfolgen wollt. Das würde uns beides sehr freuen. Wir haben gerade im Januar einen Trip mit dem Camper in den Schnee geplant, wo wir euch gerne auch mit hinnehmen. Das dann noch mit dem Knaus, denn der neue hier wird bis dahin sicherlich nicht fertig, aber ja, wir sind dran, alles zu seiner Zeit. Jetzt aber Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.